Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Blau. Ja, wir starten dieses Mal im Menübildschirm, weil wir ja im letzten Part die Top 4 besiegt haben. Deswegen ist das eigentlich auch nichts Ungewöhnliches. Und mit Dodo starten wir mal. Ja, lange ist es her, dass wir den Menübildschirm gesehen haben. Und wir starten sogar vor unserem Haus. Ist das nicht schön? Und ja, ich höre mich ein bisschen verschnupft an. Kann sein, muss aber nicht. Ja, es kann auch daran liegen, dass ich ein bisschen verschnupft bin. Jedenfalls gucken wir erstmal. Wow. Ja, in neueren Spielen wird man ja normalerweise geheilt, wenn man die Top 4 besiegt hat. Aber hier ist das noch nicht so. Schade eigentlich. So, was wollen wir machen in diesem Part? Auf jeden Fall wollen wir die Azuga-Höhle jetzt noch machen. Die wurde uns ja jetzt eröffnet, dadurch, dass wir die Top 4 besiegt haben. Und ja, ich denke mal, damit sollte der Part auch noch gut gefüllt sein. Oh, ich hoffe, ich höre mich jetzt nicht zu schlimm an in der Aufnahme. Kann sein, dass ich ab und zu mal Pause machen muss, in der ich irgendwie mich räuspern muss oder keine Ahnung was. Ich bitte darum Nachsicht. So, jetzt werden wir nochmal hier umwechseln auf dem Pokémon Blau Bildschirm. Hier sieht man schon, der Typi, der hier sonst vor dem Tor stand, ist weg. Also vor dem Eingang zur Höhle. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal hin. Ganz humorlos. Ach so, und eine Sache, die ich noch ändern möchte, wir nehmen Enthorn nach vorne. Hat einen bestimmten Grund und den werdet ihr auch dann gleich erkennen, sobald wir drin sind. Aber erstmal surfen wir nochmal hin. Hab mich eigentlich früher schon gewundert, warum es so aussieht, wenn man hier so lang surft. Von vorne sieht es aus wie Chaneras Kopf, aber von der Seite wie Europe. Also irgendwie hätten sie das da ein bisschen, ja keine Ahnung, einheitlicher machen müssen oder so. Betreten wir jetzt die Höhle. Oh, schon geht's los, bevor die Musik hören konnten. Sein Name. Gut, da haben wir jetzt noch ein extrem schwaches Exemplar, aber trotzdem 52. Sollten wir aber trotzdem mit Surfer hinkriegen, oder? Ich dachte schon, das wird nichts. Aber naja, wir haben es ja doch noch geschafft. Ja, ich warte jetzt extra mal auf den Pokémon. 46, die werden ja mal schwächer. Ne, da fliehen wir mal. So, jetzt haben wir mal einen Topschutz rein. Weil der Weg ist relativ lang und ich möchte nicht immer zuvor Pokémon aufgehalten werden. So, jetzt sieht man hier schon die Leiter. Man wird hier in die Irre geführt, aber es ist wirklich so, dass wenn man wirklich zum Mewtwo will, einfach die letzte Leiter nehmen. Und ja, jetzt habe ich es verraten, hier versteckt sich Mewtwo. Aber naja, das hat man ja eigentlich schon erwartet, denke ich mal. Top-Elixier. Hier gibt es überall mal so Items am Rand versteckt. Ich möchte auch mal kurz gucken, ob hier noch eins war oder ob hier noch eine Leiter. Oh, beides sogar. Nugget. Bin mal gespannt, ob wir alle mitnehmen können. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele es gibt. Ich glaube, es waren so 5 oder 6, die wir einsammeln können. Gar nicht mal so furchtbar viele. Jetzt hätten wir ja 2. Achso, dann wollte ich nochmal sagen, zu den Leveln der Pokémon, die hier sind. Die sind wirklich sehr unterschiedlich. Top-Genesung. Wir hatten ja eben nur 52 und 46, das ist ja noch gar nichts. Hier können auch Pokémon bis Level 64 auftauchen. Da sieht selbst Enthorn blöd aus der Wäsche. Aber dazu möchte ich es eigentlich nicht kommen lassen. Hier ist noch so eine Art Labyrinth, aber der eigentlich richtige Weg, ja, den zeige ich euch jetzt. Bis auf hier die Abzweigung, die kann man nur lang gehen, wenn man halt dieses Item haben möchte. Bye-bye. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Na, ein Item? Ne, es sind eigentlich noch mehrere. Ich weiß nicht, wie viele es hier gibt. Wir nehmen einfach so viele mit, wie wir sehen können. So, da oben sehen wir schon die richtige Leiter. Will ich dran vorbeigehen? So. Und schon sind wir im Keller. Und im Keller, da ist es jetzt nun wirklich nicht schwer, den richtigen Weg zu finden. Oh, jetzt werden wir schon angegriffen, weil die Pokémon stärker sind als Enthorn. Und dann auch ein Chanera. Auf 64. Ach du meine Güte. Ja, man kann da nicht viel machen. Ich werde es einfach mal so als Spaß an der Freude versuchen und einen Hyperball werfen.
du hast das Pokémon verfehlt. Das ist das Blödeste, was einem in dieser Generation passieren kann. Ich versuch's noch einmal. Ich glaube, man verfehlt es automatisch, wenn man halt zu schwach ist oder so. Ja, ich hoffe, wir können wenigstens fliehen. Ja gut, das geht wenigstens. Es kann auch sein, dass sie einen einfach nicht weglassen. Ja, und jetzt hilft uns auch der Topschutz nicht mehr viel, wenn nur noch hier Level 64er ankommen. Aber ich hau ihn trotzdem rein, damit keine Schwächeren noch kommen. Hier. Doppelleber. Ich frag mich ernsthaft, wieso die Top 4 dann so meint, ja, wir kümmern uns hier um die wilden Pokémon und lassen keine zu schwachen Trainer rein. Weil wenn man sich die Level anguckt, die Top 4 selber, die hätte ja eigentlich gar keine Chance gegen diese wilden Pokémon. Nur Gary und ich, also Gary und wir, Ash, könnten mit denen hier mithalten. Auch nur gerade so. Level 64. Boah. Eigentlich ein Paradies, um nochmal zu trainieren. Aber wofür? Es gibt ja leider nichts mehr. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man hier noch nicht weitergedacht hat. Man kann halt nach dem Bezwingen der Top 4 nichts weiteres machen, als in diese Höhle zu gehen und sie zu erkunden. Mehr gibt es nicht mehr zu tun. So, jetzt speede ich nur noch, wenn wir in einen Kampf geraten. Ich hoffe, das passiert nicht mehr allzu oft. Wir sind ja so gut wie da. Schon wieder Chimera. Nee, diesmal versuche ich es nicht. Wäre witzig gewesen, wenn es auf einmal einfach geklappt hätte. Luft. So, jetzt surfen wir schon zum letzten Mal in diesem Let's Play. Oh, da geht der Part aber doch ganz schön schnell rum. Das wäre ja ein bisschen schade. Ach nee, es geht. So, hier habt ihr ja schon gerade gesehen, dieses Monsterchen. Das ist Mewtwo. Ich drücke meinen falschen Knopf. So, allerdings möchte ich jetzt erst nochmal kurz was überprüfen. Also die Aufnahme überprüfen, wie ich mich anhöre. Also bis gleich. Wie es aussieht, höre ich mich in der Aufnahme gar nicht mal so anders an, als wie sonst auch. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Können wir vielleicht mit einem anderen Pokémon den Kampf starten? Ich glaube... Naja, wir nehmen mal Simsalor. Simsalor. Ist ja schon heftig. Simsalor ist normal episch. Das normal stärkste Pokémon in der Klasse Psycho gegen das wirklich stärkste Pokémon der Klasse Psycho. Ich habe übrigens nochmal gespeichert für alle Fälle, man weiß ja nie. Und ich würde sagen, gehen wir den Kampf an. Ich mache die Musik auch ein bisschen lauter, ist ja der letzte Kampf. Oh, dieser Schrei. Wildes Mewtwo erscheint, als ob es Tausende von ihnen gäbe. Level 70, das ist auch wirklich das stärkste Pokémon, was es zu fangen gibt. Ist aber gar nicht mal so viel stärker, finde ich, im Vergleich zu den anderen Wilden. Das ist in anderen Editionen heftiger. So, ich dachte, wir gucken mal, ob wir es schaffen, das normal zu fangen. Wir fangen mal mit Psychokinese an. Sternschauer. Mal gucken, wie viel uns das abzieht. Geht eigentlich. Gar nicht mal so furchtbar. Oh. Oh, oh, oh. Ja, also natürlich. Kaum Schaden gemacht, jetzt erstmal Genesung ein. Was auch sonst. Ja, das sieht sehr gut für uns aus. Mal gucken, wie viel seine Psychokinese uns abzieht. Oh, nicht so furchtbar viel. Oh, wow, wow. Da wächst ein Volltreffer. Das ist doch schon mal etwas. Oh, da haben wir schon den gelben Bereich gebracht. Hätte ich ja nicht gedacht, dass das so schnell geht. Wow. Simsala, geh an deine Grenzen. Wow. Barriere. Wow. Genesung. Super. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig, dass die ganze Zeit ist. Aber was will man machen? Simsala gibt sein Bestes für uns.
Ja, aber sein Bestes war anscheinend leider nicht genug. Nein. Wurde besiegt. Nächstes Pokémon einsetzen, natürlich. Wir nehmen wir nochmal Gengar. Donnerblitz. Oh, ich glaube, wir sind down. Gengar hat's überlebt. Aber durch das Didö hört man die Attacke gar nicht. So, ich würde mal sagen, wir versuchen es mal zu fangen. Wir haben ja hier extra so super heftig Pokéball. Schade. Es wäre witzig, wenn es jetzt geklappt hätte. Ja, aber wir haben ja zum Glück noch Hyperbälle. Ganze 5 Stück. Pupp. Ja, so viel. Ich finde es super, dass sie das später noch rausgenommen haben in den neueren Editionen, dass man halt das Pokémon nicht mehr verfehlen kann. Das nervt ganz schön noch in dieser Generation. So, hier Aerodactyl. Tu was für dein Armbrot. Überlebe einfach mal, wie wir noch die letzten 4 Überbälle werfen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, es überhaupt zu fangen, wenn jeder einzelne Ball daneben geht? Gut, 2 haben wir ja noch. Es benutzt nur solche komischen Attacken. Psychokinese, Aerodactyl, das schaffst du. Kämpfe, du Ziegen, kämpfe, du Ziegen. Das ist doch nicht mal sehr effektiv. Hyperball. Oh. Wunderbar, Mewtwo wurde gefangen. Wer braucht schon den Meisterball, hä? Für Mewtwo wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Mewtwo, das Genmutant-Pokémon. Dieses Pokémon ist das Resultat eines jahrelangen und skrupellosen Experimentes. Spitznamen? Nö. Mewtwo wurde auf BSWC übertragen. Da haben wir noch Glück gehabt. Jetzt war jetzt am besten auch noch Flugzeug ein. Wupp, 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 wupp. Oh, schade. Ich dachte, wir landen jetzt in Alabastia. Naja. Machen wir mal. Ja, haben wir Mewtwo gefangen. Am besten gucken wir uns das gleich nochmal an. Auf dem Computer. Das wäre jetzt natürlich auch ein großer Fail gewesen, wenn auf dem PC kein Platz mehr gewesen wäre. Das war ja auch noch hier zu dieser Zeit, dass wenn 20 Pokémon in einer Box sind und man fängt einfach noch ein weiteres, kann man es nicht fangen. Dann wird gesagt, ja, wird wieder freigelassen, fertig. Das hat mich schon früher genervt. 241 und 245. Wie hast du mit einem Hyperball gefangen? Ich glaub's ja nicht. Na, Moment. Angriff 168, Spezial. Joa. Sind sehr gute Werte. Denke ich jedenfalls. Müssten wir mal gucken. Mit unseren. Hier, Dorn ist unser Bestes. Ja, es sind sehr gute Werte. Man erkennt das ja hier im Vergleich. Heftig. Ja. Nehmen wir mal Simsala wieder mit, unser alter Teamkameraden. Ich bin jetzt auch ein bisschen am Überlegen, ob ich noch einen von den legendären Vögeln fange. Ich wollte es ja eigentlich nicht tun, da ich ja den Weg eigentlich zu jeweils Arktos und Lavados gezeigt habe. Aber da wäre ja noch Zapdos übrig. Aber ganz ehrlich gesagt, an Zapdos habe ich das geringste Interesse. Also wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie man Zapdos fängt, dann könnt ihr euch das gerne woanders angucken. Ich habe da nicht so die Lust drauf. Und ja, eigentlich ist das auch unnötig, weil die anderen beiden habe ich ja gezeigt. Und ach, was soll ich die noch fangen? Vielleicht soll ich es privat nochmal machen. Weil Arktos würde mich schon nochmal reizen. Könnt ihr vielleicht nochmal drunter schreiben, weil ich vielleicht nochmal irgendwann mal ein Special machen soll. Fangen bitte Arktos. Kann ich das gerne machen, denke ich jedenfalls. Ash, du solltest eine kurze Pause einlegen. Ach ja, die hat ja unser Pokémon. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Das haben wir ja im ersten Part oder so genutzt. Sehr gut. Du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Jo.
Im Fernsehen läuft ein Film. Vier Jungen laufen ein Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon, ich mache mich besser auf den Weg. Auf welchem Weg? Ash, wir sind fertig. Deswegen würde ich auch sagen, beenden wir das Spiel da, wo es angefangen hat. Wo das Spielekunst bin. Ja, spielt Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. Kann ich auch hier ins Bett? Schutz wirkt nicht mehr, oha, genau mein Bett. Ja, würde ich mal sagen, genau wie ich hier gerade sitze, beenden wir das LP vor der Konsole. Und ja, das war jetzt der letzte Part von diesem langen Projekt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so früh vorbei ist. Ich hätte gedacht, es wären noch über 70, über 80 Parts, aber so ist es eigentlich besser. Und es ist auch ein ziemlich langer Part jetzt am Ende doch noch geworden, obwohl ich noch ein bisschen was dranhängen werde. Mal schauen. 20 Minuten wird der Part wahrscheinlich gehen. Ihr seht es ja dann, ich weiß es jetzt noch nicht. Ja, würde ich noch abschließend sagen, schreibt eure Meinung zu dem Projekt in die Kommentare. Und eure Bewertung, wie ihr das fandet und alles. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Projekt. Hoffentlich. Tschüss!